So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Redfest und ich bitte das zu entschuldigen, dadurch, dass es heute so ekelhaft warm oder so, wie es warm ist, habe ich meinen Lüfter nebenbei laufen. Ich hoffe, dass das nicht allzu sehr stört und wir machen heute ein bisschen weiter mit den Lords of Chaos. Ich hoffe zumindest, dass wir es hinkriegen heute. Wir nehmen den World Cutter, okay. Was haben wir denn heute? Über wie viele Runden? Insgesamt 12 Runden. Okay, machen wir mal rein. Haben wir heute wieder ein etwas längeres Turnierchen vor uns. Geht sofort los jetzt gleich. So, gehen wir auf jeden Fall mal links rein, ins Boah, Alter! Ernsthaft jetzt? Ja, die drückt ja in die Wand. So, wie gesagt, 12 Runden haben wir jetzt insgesamt. Ich nehme das mal wieder auf. So, jetzt sind wir schon mal zwei Dritter jetzt wieder, weil er gerade vorbeigeflogen ist. So, da haben wir als Erster, weil der Führende, jetzt haben wir schon selber wieder mal kommen. Weil der Führende jetzt tatsächlich sich weggehauen hat. Also einige, die jetzt sind jetzt vor uns, die Leute sind jetzt überall schon überrundet. Der haut sich schon mal selber aus dem Rennen. Einer raus. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt rausgenommen habe schon. Ich glaube, ich habe gerade einen rausgeschossen. Das blaue Auto, was gerade so ein bisschen vor mir war, habe ich gerade mal komplett aus dem Rennen rausgeschossen. Also wir haben jetzt das Rennen rum. Heute fahren wir sonst nur drei Rennen, so dass ihr Bescheid wisst. Den Rest machen wir dann ab morgen. Gerade bei diesen etwas längeren Turnieren, natürlich stehst du voll im Weg. Einen habe ich direkt hinter mir kleben. Glück gehabt, dass ich noch mal reingekommen bin, weil er hat nämlich den nächsten, der dahinter noch war, abgekriegt. Wir haben noch 5 Runden. Glück gehabt. Jetzt. Was kann ich überhaupt, was wir als Ziele haben? Zerstöre mindestens einen Gegner. Aha, okay.
Der eine wollte aber auch gerade auch ein bisschen auf mich drauf. Jetzt habe ich das Ziel erreicht. So, die Bremse ist schon ein bisschen beschädigt. Das wollte ich jetzt eigentlich erledigen, nehme ich den jetzt bei vom Haltschaft, aber das hat gerade der Querverkehr schon mal erledigt. Runde 10 sind wir. Okay. War gut ausgehebelt da den Kollegen. Ist aber jetzt nicht mehr verhinderbar. Wir haben jetzt auch 5 Sekunden Vorsprung. Aber sollten dieses Turnier hier zumindest in der Auftakt des ersten Rennen gewinnen. Und mit Glück gewinnen, was dann am Ende doch noch? So. Gut. Auf jeden Fall schon mal mit dem zweiten Rennen. Jetzt haben wir eine Wahl für uns. Gehen wir mal rein ins Rennen. Es ist also kein Ausscheidungsturnier, sondern ein reines, ich hole mir die Punkte, ein Punkteturnier. Aber den ersten Lauf haben wir schon mal auf jeden Fall gewonnen. Was haben wir denn heute überhaupt für Ziele? Ich quetsche mindestens 3 Autos, alles klar. Bodyquacker, der geht mir auch ein bisschen auf den Nerv, gerade weil der mir immer wieder abstaubt so ein bisschen. So, jetzt ist er mal weg erstmal, zumindest ein bisschen aus. Reicht das über uns? Ne, 3 Gegner rausgequetscht, ja, okay. Da hat schon mal einen komplett zerlegt. Apropos komplett zerlegt, das hat sie mich bei mir jetzt gerade auch geschafft. Das war der erste. Das reicht nicht.
der hat sich gerade komplett alleine abgeschossen. So, wir haben jetzt gleich die Hälfte des Rennens rum. Also so lange wird das Turnier sehr wahrscheinlich nicht werden. Oh ja. Den hat es aber auch nicht mitgenommen. Den haben wir nämlich gerade rausgehauen. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendwelche Leute zu zerstören, sondern einfach nur erstmal um die Punkte zu machen. Da war der letzte. Runde 8. Die Punkte kriegen wir ohne Probleme hin, oder haben wir die schon? Okay, es war eigentlich der dritte mittlerweile. Wo ist denn den Ball? Hat der nicht gezählt? Leider nicht, okay. Das hat mir jetzt noch nicht. Als Ziel. Schade. Ja, der ist schön auf die Bremse, der ist schön auf die Bremse gegangen. Okay, der Kollege wehrt sich ein bisschen. Als Crash-Schäfer. Da vorne hat es irgendwas erwischt. Danke fürs Rüberziehen noch. Jetzt hat man. Und jetzt habe ich doch rausgenommen aus dem Rennen. Und jetzt haben wir nämlich auch die drei Dings, drei Autos rausgequetscht, also die zwei Tagesziele erreicht. Damit haben wir auch das Ding komplett durchgezogen. Holen uns Platz 1. War nicht die schnellste Runde, aber wir haben es immerhin Auto knapp nicht geschafft, aber ist egal. So, letzte Rennen für heute gleich. So, letzte Rennen. So, letzte Runde, wieder eine Oval. Das war heute uns wieder 12 Runden. Das ist natürlich wieder wie immer gehabt. So, was haben wir diesmal als Aufgabe? Versuchen wir das noch zu schaden und zerstöre einen Gegner. Okay. Gut, probieren wir es. Einen Gegner zerstören, das sollte kein Problem sein. Wenn wir Glück haben, stauben wir immer noch mal einen ab. So, jetzt nehme ich noch einen kleinen Spitzi hier raus. Aber ein anderes Oval, ne?
Das sei dann immer schön ausgeben. Ja, der wehrt sich, der hat auf jeden Fall ein bisschen was auf der. Wehrt sich ein bisschen. Hab ich immer so die ersten. Hau mal ab jetzt. Du Wraith. Ja. Also den habe ich auf jeden Fall nochmal mitgenommen. Der, ich habe mal selber noch einen mitgenommen. Aber der Kollege da vorne, der führt das Rennen momentan an. Kann natürlich ein bisschen da mit Profit rausschlagen. Aber das machen wir, ändern wir jetzt. Da haben wir jetzt gerade im Feld. Im Feld müssen wir gerade auffahren wieder, also quasi in die Runde umgehen. Hab ich auf jeden Fall nochmal mitgenommen. Wieder führt der Metal Screamer. Nach zwei Siegen in Folge sind wir schon auf Platz 3 liegend. Das war die 1000 Schaden. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade sein Auto komplett zerlegt hat. Kann sein, dass er gerade sein Auto mal komplett nach Hause geschickt hat. Schade, den habe ich mir noch einen mitgeholt, mitgegeben. Ich habe einen auf jeden Fall ziemlich nah bei mir drin. Ah, jetzt gehen wir es immer noch am Rennen. Und war kein komplettes Rausdrehen. Jetzt haben wir's. Ich glaube, ich habe gerade das Ziel erreicht, dass ich die mit dem Rausquetschen oder mit dem Demolieren, ne? Das glaube ich, haben wir gerade geschafft. Metal Screamer ist tatsächlich noch raus. Also der eigentlich so lange geführt hat, eine Weile, sind wir dann noch rausgeflogen. Ja, würde ich sagen, machen wir trotzdem Feierabend. Wir sitzen in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Let's Play Wreckfest. Und zwar morgen um 14 Uhr.